Medienkompetenz wird häufig als vierte Kulturtechnik angesehen. Als Kulturtechnik werden jene Mittel verstanden, die zur gesellschaftlichen Teilhabe an der jeweiligen Kultur zwingend notwendig sind. Dazu werden heutzutage Lesen, Schreiben und Rechnen verstanden. Die Bildungskommission in NRW sagte zur Medienkompetenz im Jahr 1995: Die Beherrschung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien wird zu einer basalen Kulturtechnik werden, deren Stellenwert dem Lesen und Schreiben gleichkommt. Ist diese Prophezeiung mittlerweile eingetreten? Man könnte argumentieren, dass dies nicht der Fall ist, da Medienkompetenz komplexer und vielschichtiger ist als die anderen Kulturtechniken, da Medienkompetenz weniger verbreitet ist als andere Kulturtechniken und da Medienkompetenz sich teilweise mit der Kulturtechnik Lesen überschneidet. Dementsprechend wäre bestenfalls der Teilbereich der Medienkompetenz die Mediennutzung als vierte Kulturtechnik zu zählen. Man könnte allerdings auch argumentieren, dass Medien immer mehr Raum in allen Lebensbereichen einnehmen und der Umgang mit diesen so alltäglich ist wie Lesen und Schreiben, dass demokratische Systeme eine informierte Bevölkerung voraussetzen und die Medien für die Informationsvermittlung zuständig sind. Medienkompetenz ist daher eine Grundlage der Demokratie. Auch erfordern Fake News oder die Vermischung von Nachrichten und Werbung eine kompetente Mediennutzung. Daher lässt sich festhalten, ob man Mediennutzung als vierte Kulturtechnik zählt oder nicht, ist Definitionssache. In jedem Fall ist die Medienkompetenz kulturell und gesellschaftlich wichtig und sollte daher wie Lesen und Schreiben gelernt werden.